Der 13. gegen das Schlusslicht. Das oberbayerische Nachbarduell zwischen Wacker Burghausen und dem TSV Buchbach steht ganz im Zeichen des Abstiegskampfs. Die Voraussetzungen dennoch ziemlich unterschiedlich, denn während die Hausherren ihre gute Form aus den letzten Auftritten vor der Winterpause sowie in der Vorbereitung mit in die Frühjahrsrunde nehmen wollen, wartet die Elf von Alex Petrovic noch auf die Initialzündung zur dringend benötigten Aufholjagd. Das 0:0 zum Auftakt gegen Bamberg angesichts des Spielverlaufs mit doppelter Unterzahl im Nachhinein zwar irgendwie schon ein gewonnener Punkt, insgesamt aber doch zu wenig. Nun heißt es also, die nötige Entschlossenheit auf den Platz zu bringen. Vor über 2300 Zuschauern waren es jedoch die Gastgeber, die von Beginn an das Kommando übernahmen und Buchbachs Winterneuzugang Kevin Hingerl nach nur 4 Minuten zu einem beinahe Eigentor zwangen. Die anschließende Ecke wird dann zunächst geklärt, landet jedoch bei Michael John Lehmer. Der legt sich die Kugel zurecht und zieht dann einfach mal ab. In der 5. Minute die Führung für Wacker durch den Winterneuzugang vom DSV Leoben aus der österreichischen 2. Liga, der übrigens in Tansania geboren ist. Traumstart also im wahrsten Sinne des Wortes für die Heimelf, die von der Führung richtiggehend beflügelt wurde. Thomas Winkelbauer nach langer Verletzungspause direkt wieder in der Startelf, da mit der nächsten Prüfung für TSV-Keeper Felix Junghann. Der Tabellenletzte, der das Hinspiel übrigens mit 1:0 für sich entscheiden konnte, zwar bemüht dagegen zu halten, insgesamt aber wie hier bei diesem harmlosen Distanzschuss von Albano Gashi offensiv ohne Ideen gegen disziplinierte Burghauser, denen neben Neuzugang Lehmer vor allem auch das Comeback von Unterschiedsspieler Winkelbauer sehr gut tat. Der 25-Jährige gewohnt agil und in der 26. Minute erneut mit einer starken Einzelaktion, sein Schuss wird dann aber geblockt. Die letzten 3 Ligaduelle beider Teams in der Wacker Arena endeten übrigens unentschieden. Dieses Mal gab es jedoch weiterhin nur eine Richtung. Die Gastgeber mit einigen guten Gelegenheiten, einzig im Abschluss noch einen Tick zu unentschlossen, wie hier Andrea Bosniak. Relativ pünktlich pfiff Schiedsrichter Manuel Steigerwald dann zur Halbzeit und das nutzen wir für einen kleinen Seitenblick. Bereits vor dem Spiel wurde nämlich der SV DJK Emmerting von BFV-Präsident Christoph Kern und dem Bundestagsabgeordneten Stefan Mayer für seinen außergewöhnliches Engagement im Schiedsrichterbereich ausgezeichnet. Der Verein vor den Toren Burghausens hat 9 aktive Referees und zusätzlich 3 Neulinge in seinen Reihen und das bei 450 Mitgliedern in der Fußballabteilung. Wir haben im letzten Jahr beim DFB das Jahr des Schiedsrichters ausgerufen und vor allem den Fokus und die Aufmerksamkeit auf die Gewinnung und den Erhalt von Schiedsrichtern gestellt. Und der SV DJK Emmerting hat auch einen eigenen Schiedsrichterkurs wieder ausgeführt und durchgeführt. Und trotz, dass der Verein so klein ist, mit nur 450 Mitgliedern, haben sie mittlerweile 12 Schiedsrichter und das ist schon auch wirklich beachtlich. Und deshalb haben wir ihn heute ausgezeichnet, um auch ein Zeichen zu setzen, wie erfolgreich auch Schiedsrichterarbeit im Verein sein kann. Damit zurück zum Spiel und da bot sich den Zuschauern auch nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild wie vor der Pause. Burghausen immer wieder mit schnellen Angriffen, wie hier nach dem präzisen Abschlag von Torhüter Markus Schöller auf Lehmer, der nimmt Tempo auf, legt perfekt quer für Winkelbauer, doch der verstolpert die Kugel. Da hätte er vielleicht auch direkt abschließen können. Der Auftritt des auswärts in dieser Saison noch punktlosen TSV dagegen weiter ernüchternd. Allein, dass wir diese Szene zeigen, beweist die Harmlosigkeit des Schlusslichts. Ganz anders dagegen die Heimelf, die weiter aufs 2:0 drückte, sich aber den Vorwurf gefallen lassen musste, ihre drückende Überlegenheit nicht in Zählbares ummünzen zu können. Marcel Spitzer bekommt die Kugel zwar im 3. Versuch im Tor unter, steht dabei jedoch im Abseits. Dann aber die 59. Minute. Der Pass von Christoph Schulz wird zunächst abgefangen, doch dann fällt ihm der Ball nochmal vor die Füße und Schulz schlänzt ihn überlegt ins lange Eck. Erstes Saisontor für ihn und nach knapp 1 Stunde die Entscheidung in dieser Partie. Denn von Buchbach kam auch im weiteren Verlauf nichts mehr und so feiert Burghausen einen perfekten Start ins Jahr 2024. Also ich glaube, dass das erwartet intensive Spiel war. Es war zwar ein hochverdienter Sieg für uns, glaube ich, über die 90 Minuten gesehen. Also hätten wir wahrscheinlich sogar noch ein paar Tore mehr machen können von den Chancen her. Aber trotzdem war es so, dass eigentlich immer noch gefährlich war. Also Anschlusstreffer, glaube ich, hätte nicht fallen dürfen, weil dann wäre es nochmal richtig hektisch geworden. Aber unterm Strich, glaube ich, war es ein gelungener Auftakt vor vielen Zuschauern und ein verdienter Sieg. Ja, erstmal möchte ich Wacker zum verdienten Sieg gratulieren. Bei uns sah das ganz gefällig aus, ohne den richtigen Zug nach vorne. Ich denke schon, dass es auch jetzt überwiegend auch eine Kopfsache bei uns ist, weil wenn ich das Training anschaue im Laufe der Woche,
dann sehe ich ja, was die Jungs können und ja, irgendwie kriegen wir es am Wochenende nicht auf den Platz. Aber ja, wir haben heute verdient verloren, da brauchen wir nicht drum rumreden und in dem Sinne gratuliere ich Wacker zum verdienten Heimsieg. Der TSV Buchbach bleibt also auch im 11. Auswärtsspiel in dieser Saison ohne Punkt und dürfte in dieser Form wohl nicht mehr zu retten sein. Burghausen feiert dagegen nicht nur den Sieg im Nachbarduell, sondern baut auch den Vorsprung auf die Relegationsränge auf 5 Punkte aus.